Vielen Dank, Katharina Kühn. Ja, wir werden jetzt noch mal etwas genauer reden, auch über die Meldung dieses Tages, dass die Ampelkoalition die Schuldenbremse noch mal aussetzt. Bei mir ist eine der beiden Fraktionschefinnen der Grünen im Deutschen Bundestag, Katharina Dröge. Willkommen bei Phoenix. Schönen guten Abend. Frau Dröge, Schuldenbremse wird wieder ausgesetzt. Nun ist das jetzt was, was dieses Jahr irgendwie ein bisschen noch den Haushalt dann vielleicht rettet. Können Sie uns schon sagen, wann der Haushalt in etwa durchs Parlament geht und welchen Umfang jetzt auch dieser Nachtragshaushalt dann sein soll? Also das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes war ja auf der einen Seite sehr klar mit Blick auf den Klima- und Transformationsfonds und die 60 Milliarden dort drin. Aber es hat eben auch, und das hat nochmal die Anhörung mit den Experten im Bundestag gezeigt, Auswirkungen auf andere Sondervermögen. Und in dem Wirtschafts- und Stabilisierungsfonds, da lagen die Strom- und Gaspreisbremsen, mit denen wir die Menschen in diesem Jahr unterstützt haben, aufgrund der Energiekrise, aufgrund des russischen Angriffskrieges. Und hier hat die Anhörung gezeigt, dass wir da auch die verfassungsmäßige Grundlage beschaffen mussten, diese Kredite nutzen zu können. Und deswegen finde ich es einen sehr wichtigen Schritt, dass der Finanzminister jetzt heute erklärt hat, wir werden nochmal den Notlageparagrafen für 2023 aktivieren, das auch sehr zeitnah machen, damit das im Jahre 2023 auch auf jeden Fall noch vom Deutschen Bundestag beschlossen werden kann und damit eben dann den Bundestagshaushalt 2023 auch entsprechend des Urteils aufstellen. Sie sagen auf jeden Fall in diesem Jahr, haben Sie die Rechnung da auch mit den FDP-Bundestagsabgeordneten in der Ampelkoalition gemacht? Also das ist ganz erklärtes gemeinsames Ziel, dass wir das in diesem Jahr machen. Es muss auch aufgrund der Maßgabe des Verfassungsrechts in diesem Jahr geregelt werden. Trotzdem bleibt das Problem, was passiert dann im nächsten Jahr? Denn Sie haben ja einiges auch an Vorhaben, dass Sie umsetzen, die Sie umsetzen wollen, wo die Gelder nach wie vor fehlen. Sie können ja jetzt nicht jedes Jahr eine Begründung suchen, um die Schuldenbremse auszusetzen. Also es ist absolut richtig, dass das Urteil des Verfassungsgerichtes auch erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt 2024 haben wird. Und deswegen haben wir in einem ersten Schritt gesagt, die 60 Milliarden im Klima- und Transformationsfonds, die da nicht mehr drin sind, die werden auch genauso dargestellt, indem die Ausgabentitel gesperrt werden. Und jetzt müssen wir in der Regierung miteinander darüber verhandeln, wie geht es weiter, weil im Klima- und Transformationsfonds, da liegen ganz wichtige Programme zur Unterstützung der deutschen Wirtschaft, zum Erhalt von Arbeitsplätzen hier in diesem Land. Und das werden wir jetzt zeitnah machen. Wir können den Haushalt nicht in der nächsten Woche wie geplant abschließen. Das haben wir als Fraktionsvorsitzende so miteinander entschieden. Aber auch hier wollen wir wirklich sehr zügig vorankommen, weil der Haushalt für das ganze Land ist so wichtig, dass das aus unserer Sicht die Menschen jetzt auch wirklich sehr zeitnah Planungssicherheit brauchen. Planungssicherheit, da muss man ja auch sagen, wo man sparen will. Jetzt sagt die Partei hier auch in diesem Antrag, der debattiert wird in diesen Minuten, dass man nicht nur sparen könne, man müsse das nötige Geld in die Hand nehmen und man wolle die Schuldenbremse reformieren. Das heißt, Sie wollen die Schuldenbremse lockern, damit Sie dann nächstes Jahr da irgendwie durchkommen? Wir wollen die Schuldenbremse besser machen und das schlagen wir Grünen auch schon seit vielen Jahren vor, denn tatsächlich wirkt die Schuldenbremse gerade bei Investitionen in Infrastruktur, in Zukunftsaufgaben, wirkt die zu restriktiv und deswegen sagen nicht nur wir, sondern auch sehr, sehr viele Ökonomieprofessoren, selbst der Chef der Deutschen Bundesbank sagt ja mittlerweile, das funktioniert so nicht, da brauchen wir eine Modernisierung und wir werden sehr gemeinsam dafür, dass wir da mit der Opposition, weil dafür müsste man die Verfassung ändern, auch eine Mehrheit hinkriegen. Mit Kai Wegner hat ja jetzt auch ein CDU-Ministerpräsident gesagt, er sieht das auch so. Deswegen gibt es ja vielleicht auch vorsichtige Signale für solche Mehrheiten. Sie setzen auf den regierenden Bürgermeister von Berlin. Trotzdem nicht hauptsächlich durch Sparen heißt ja, dass man trotzdem irgendwo auch spart. Wo wollen Sie denn dann sparen? Es gibt ja zum Beispiel die Vorschläge, das Bürgergeld doch etwas zu begrenzen in der Höhe oder in der Zahl der Berechtigten, die es erhalten. Stichwort ukrainische Geflüchtete. Es gibt die Vorschläge, auch bei dem Heizungsgesetz vielleicht noch etwas zu warten mit manchen Maßnahmen. Können Sie sich solche Sparmaßnahmen vorstellen oder ist das undenkbar? Die Grünen haben eigene Vorschläge gemacht, wo man im Bundeshaushalt sparen kann, etwa beim Abbau sogenannter umweltschädlicher Subventionen. Das Umweltbundesamt sagt, bis zu 60 Milliarden sind da jedes Jahr drin. So viele werden wir nicht abbauen können, aber es ist schon ein relevanter Milliardenbetrag, den wir dort einsparen können. Und auf der anderen Seite sagen wir aber ganz klar, jetzt ans Bürgergeld ranzugehen, an soziale Dinge ranzugehen im Bundeshaushalt, das ist aus unserer Sicht der falsche Schritt. Das gefährdet den sozialen Zusammenhalt in diesem Land. Und deswegen werben wir für zielgenaues
und wirklich auch sinnvolles Sparen. Sinnvolles Sparen, dann schauen wir mal, was Sie da dann noch auf den Tisch legen. Insgesamt ist ja hier von der Basis durchaus auch Kritik zu hören. Es gibt Brandbriefe, die kursieren. Die Grüne Jugend beschwert sich darüber, dass sie viel zu geschmeidig und zu beliebig seien. Das ist ja auch eine Kritik an einer der Managerinnen dieser Ampelkoalition. Das sind Sie im Deutschen Bundestag. Sind Sie zu kompromissbereit gegenüber FDP und SPD? Also ich glaube, das würden beide Koalitionspartner so nicht bestätigen, dass wir zu kompromissbereit sind, sondern die kennen uns als harte Verhandlerinnen an dieser Stelle. Aber natürlich gehören Kompromisse zum Regieren auch dazu. Wenn drei Parteien, die miteinander regieren, die so unterschiedlich sind, Kompromisse finden müssen, dann muss sich jede Seite bewegen, auch für Grün. Und auf der anderen Seite, wir hatten jetzt gerade im Sommer eine Halbzeitbilanz, da wurde geschaut, wer konnte eigentlich welche Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag schon umsetzen. Und da waren die Grünen ganz vorne mit dabei. Deswegen kann ich mich sehr gut vor meine Basis hier stellen und sagen, wir sind diejenigen, die diese Koalition auch voranbringt. Dann schauen wir mal, was die Basis sagt, wenn sie sich dann hier vor Sie stellt. Katharina Dröge, eine der Fraktionschefinnen im Deutschen Bundestag für die Grünen. Besten Dank. Ich danke auch.